Auf einmal fängt dieses Auto zum Brennen an. Hallo. Und wir müssen jetzt zum Tierarzt, weil wir nicht wissen, was mit der Kani los ist. Hier sind halt kleine weiße Eier. So, einen wunderschönen guten Morgen dir. Die Van-Tour geht weiter. Ja, Station 2 auf unserer Deutschlandliste ist soweit abgehakt. Wir fahren immer alle duschen, außer Leo, der ist absolut ekelhaft. Und fahren jetzt gleich nach München zu Paluten und treffen uns da mit Paluten und vielleicht sogar Kai Pflaume. Drehen was mit denen, gehen was essen und dann geht's direkt weiter nach Berlin. Das wird die längste Etappe, die wir diesmal in Deutschland fahren. 6 Stunden, lieber Tobi. Tobi wird hier in einem Stück durchfahren, hat er gesagt. Über Nacht werden wir hinten schlafen. Tobi, du fährst ja nur 20 km/h, damit wir in Ruhe schlafen können. Genau. Deshalb, Tobi, fang jetzt schon mal an, ein bisschen Schlaf vorzubereiten. Also. Genau. Wir kaufen jetzt noch einen Generator. Also ich weiß, Generatoren, so ein schwieriges Thema. Umweltmäßig nicht ganz so nice, aber wir wollen ja vollkommen autark in Schweden sein. Deshalb brauchen wir so einen kleinen Generator, der richtig Wumms macht, Alter. Schön wie bei Minecraft Feed the Beast, Alter. So einen richtig geilen Dieselgenerator, weißt du, was ich meine? Gefällt mir die Einstellung, ja. Dann holen wir dazu noch eine Fußmatte für unseren Van, eine Axt und ein bisschen Kordel, wenn wir uns eine Hütte bauen wollen. Das holen wir jetzt alles. Geil. Viel Spaß. Kriegen wir die irgendwo im Van aufgehangen, Bro? Sollen wir den mitnehmen? Ist wichtig, dass man ein bisschen was Grünes im Auto hat. Hier, so mit einem Schaf. Welcome. Die hässlichste, die wir finden können. Nee, Alter, da rastet Tobi aus. Gott. Alter, wenn sich das Ironic irgendwo hinlegt, der ist ja eigentlich komplett verloren, der Arme. Hier, die mit den Herzen. Ich finde die gut. Alter, auf keinen Fall. Ich finde die so nice. Auf keinen Fall. Jetzt müssen wir mal schauen, weil diese Generatoren sind schweineteuer, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. So ein Ding, weißt du? So einen größeren können wir de facto nicht mitnehmen. Nee. Sie können auch super laut halt sein, ne? Die sind immer super laut. Wenn der ausgepackt ist, kriegen wir den easy unter. Macht aber Sinn. Die Dinger sind halt scheiße laut. Und im Dauerbetrieb reicht es gerade mal, um Laptop zu laden. Und dafür 120 Euro lohnt sich halt einfach nicht, hat der Mann gerade auch gesagt. Ehrenbruder, der ehrlich gewesen ist. Ja, müssen wir es lassen, würde ich sagen. Und gucken halt, dass wir irgendwie alle 3-4 Tage dann doch irgendwie einen Campingplatz fahren müssen. Geht da nicht anders. So, wir haben jetzt hier einen Evo gekauft. Wie sollen wir sie nennen? Peter. Das ist Peter. Boah, Digga. Habt ihr das gesehen, wie nah die dran war? Nö. Yo, 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 wir sind jetzt in einem Campingladen. Stimmt. Ich habe gerade Bilder so gemacht von dieser Aussicht. Auf einmal fängt dieses Auto zum Brennen an. Holy shit. Digga, jetzt hat es schon richtig rumgeknallt da. Digga, der ist einmal reingefahren, dann hat es so leicht angefangen zu rauchen. Die so, ja, dann haben sie es mit Feuerlöscher versucht und so. Aber es war halt unten drin in der Elektronik. Und jetzt hat es halt mies angefangen zu brennen, das Ding. So Leute, also wir haben auf jeden Fall jetzt eine Lösung gefunden, wir haben einen Generator gefunden, den haben wir bestellt, den holen wir in Regensburg ab. Wir haben AdBlue nachgefüllt, alles läuft gut, bis dann sich gerade Kim gemeldet hat. Yomi. Der Hund von meiner Managerin hat Flö. Kim sagt, kommt von Akani. I doubt it. Jedenfalls hat mich gerade so ein Tier auch gebissen. Long story short, Akani hat irgendwas. Ich habe mit dem in einem Bett gepennt, ist nicht so geil. Also müssen wir morgen in Regensburg noch zum Tierarzt gehen und einen Generator abholen. Verzögert alles noch ein bisschen und ist super nervig. Aber was muss, das muss. Geh zurück in deinen stinkenden Käfig. Du bist voller Krankheiten. Ich weiß nicht, wo du es her hast. Aber, Kollege hier, kommst du nicht mehr raus. Ich muss jedes Mal, weil ich einen geisteskranken Reinigkeitsfimmel habe, mir die Hände desinfizieren, wenn ich meinen eigenen Hund angefasst habe. Akani hat diese komischen Flöhe. Ja. Ich geh pissen, ey. Wieso geht der immer pissen, wenn ein Vlog? Ich geh's nicht, Alter. Wir fahren weiter nach München. In einer Stunde sind wir da und sehen Kai Pflaume und Paluten. Juhu! Wir sind jetzt in München angekommen und werden jetzt mit Kai Pflaume gemeinsam was essen und haben es auch tatsächlich geschafft, für morgen einen Narkose? Moment, Digga. Tierarzttermin für Akani zu besorgen. Ja, wir können morgen da hingehen, das ist alles cool. Jedenfalls geht das traditionell bayerisch Essen. Danach fahren wir zu Paluten, werden mit dem noch was drehen, sagen kurz Hallo, kurzes Friendly Handshaking, lange nicht mehr gesehen. Das ist Ellenbogen geben. Ja. Jetzt über einem Jahr nicht mehr gesehen. Dann geht's schon weiter nach Regensburg, denn da ist die Heimat von Tobi, Escation, dem Cutter von mir. Da fahren wir nämlich dran vorbei und werden nicht zu Hause bei ihm anhalten. Hallo. Können wir so machen? So können wir machen. Hi. Was geht? Alles gut? Alles klar. Es geht. Hi. Wow, holy shit. So.
Zeigen wir jetzt unser Pimpmobil. Da ist er. Riecht ein bisschen streng, aber ansonsten. Findest du? Das ist immer noch das Klo, glaube ich, Jungs. Findest du wirklich, das riecht streng? Ja, ich wollte gerade sagen. Toilette haben wir auch mit drin, mit Dusche. Meint ihr, ihr habt genug Proteinshakes dabei? Ey, das ist nichts. Wir haben hinten nochmal komplett davon, glaube ich, 12 Paletten dabei. Aber wenn du die alle aufhast, dann kommst du ja hier nicht mehr dann rein und ich, raus. Dann komme ich als Tier zurück. Das ist der Plan, genau. Aber sehr lässig. Ne, ist schon cool, ja. Guck mal, wir haben eine kleine Pflanze, haben wir heute auch gebraucht. Peter. Peter? Ja. Einer muss dann immer hier. Einer sitzt hier, genau. Das ist Leo und der kotzt dann halt meistens, weil er es irgendwie nicht verträgt. Meinst du Schaukel? Genau, so ein bisschen. Das musst du hier mal hoch machen, dass du auch was siehst. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Das war schon. Aber guck mal, ich habe auch heute hier gebastelt. Ich habe die Fußmatte hab ich zugeschnitten, damit die hier perfekt reinpasst. Siehst du das? So ein Heimwerk. Custom made, Alter. Wirklich. Das ist geil, so ne? So ein Heimwerk. Ne, meine ich doch. Jungs, das war ein Fest. Mach mal. Ja, genau. Wir sehen uns dann später hoffentlich auch mal bei Paluten wieder, wenn der junge Mann mit dem Stream durch ist. Hi. Ey, Mensch. Alter, cool. Krass, dass du hier einfach auf der Straße gesessen hast. Hey, saugeil. Kurze, weil hier kalt ist, ne? Ja. Ich bin, ey, nur kurz zur Erklärung. Revi hat eben bei mir geklingelt und meinte, ich bin da. Ich bin noch gerade so aus der Dusche rausgesprungen nach dem Livestream und ich denke mir so, das ist doch jetzt ein Scherz. Lass mich doch mal rein hier. Oh, das ist ja ein Palast. Ich mach den hier zu. Kann man nicht abschließen, das ist Vanlife, Alter. Du musst immer darauf gefasst sein, dass einer die Tür aufreißt, wenn du scheißt. Ach so geht das. Ja, ist abgeschlossen. Nee, scheinbar nicht. Guck mal, großer Kühlschrank auch hier. Was ist da alles drin? So viele leckere Sachen. Oh, hier haben wir schönen Schnitzel. Oh, geil. Hier ist auch noch ganz viel Naschi. Kann ich mir so einen nehmen? Ja, nimm den Kinderriegel. Alter, so einen Kinderriegel nehme ich mal. Guck mal, hier Naschi ist hier noch. Oh, hey, guck mal hier, Alter. Ich versuch's immer noch. Ich versuch's immer noch. Doch, du siehst aber, du siehst stabil aus. Ich sehe gesünder aus als vorher. Siehst auf jeden Fall. Sieh nicht mehr unterernährt aus. Guck mal, was ich heute gekauft habe. Das ist richtig geil. Da musst du sagen, Alter, sau die dumme Idee. Ich habe mir so eine Axt gekauft, Junge. Guck mal, wie geil. Achtung, Vorsicht. Geil, oder? Ich habe mir eine Axt gekauft. Leute, warum lass sie eine Axt kaufen? Da habe ich die Fußmatte mitgehauen, habe ich geschnitten. Geil, oder? Ist und dann super. Schön Axtwerf-Contest, Alter. Pfeil und Bogen, aua, habe ich geschnitten. Baba. Ist richtig wild. Und das ist unser Power-Sup. Oh ja, das hat kein Blaumel kaputt gemacht. Der hat das hier eben runtergezogen und dann ist kaputt gegangen. Das ist unser Strom. Bisschen ambitioniert. Ich dachte, das wäre größer. Das ist eine Laptop-Ladung, dann zwei. Ja. Deshalb kaufen wir so einen Generator. Ja, wunderbar. Machen wir jetzt eine Nacht mit Revi? Oder eine, was? Eine wir Nacht mit Revi in München. In AKA, wir fahren eine Viertelstunde durch München. Ich fand, es war das beste Video, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte fahr mich nach Hause. So, wo sind wir? Im Bauhaus. So, was machen wir hier? Einen Generator kaufen. Wir bauen, ne? Ja. Meine Mama, komm. Schön unangenehm. Wir kaufen einen Generator. Genau, ne? Ja. Und wenn das jetzt nicht reicht. Dann reicht's nicht. Dann haben wir echt ein Problem, Alter. Richtig. Ne, der ist schon riesig, Digga. Ich dachte, ein bisschen klein ist, oder? Hey, what the fuck, der ist ja mini. Flüster leise, Digga. Wenn das jetzt lädt, das ist ja wirklich super angenehm. Es lädt! Woo! Jetzt! Wir müssen jetzt zum Tierarzt, weil wir nicht wissen, was mit der Kani los ist. Wir hoffen mal, dass alles gut ist. Also. Hallo, der Hund hat vielleicht Haarmilben oder wie die heißt das? Haarläuse? Kommen Sie mal rein, ja. Schauen wir uns an. Hier sind halt kleine weiße Eier. Schuppen? Okay, gut, das sind Schuppen schon mal. Also waren auf jeden Fall kleine Tiere drin. Also so wie das jetzt aussah, war das jetzt eher so eine Haarling. Hier ist eins, genau hier ist ein Haarling, da, das hier. Davon waren mehrere drin, das hat auch kleine Beine gehabt. Hier haben wir noch einen, schauen Sie. Ja, ich sehe schon. Das sind Haarlinge. Ja. Ah. Alles gut, wir müssen den Trip nicht abbrechen. Akani hat Zahnlinge gehabt, die sind aber wohl schon tot. Wenn nicht, sollen wir jetzt 2 Tage warten und das nochmal drauf machen, wenn er sich jetzt juckt. Also nichts Weltbewegendes. Wir können weiter. Juhu! Scheiße, Alter. Tobi, wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt gleich einschläfern lassen. Das muss, ne? Nee, du. Weil der war bei dir zu Hause und wir müssen dich jetzt einschläfern lassen. Also mich? Ja. Es war ein Witz. Es war nur deine Schwester, die.